Dortmund kann Bayern angreifen. Heute gibt es nämlich die Prognose von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Fangen wir mit Dortmund an. Dortmund hat ja einen großen Umbruch gewagt. Erling Haaland, der große Star des BVB, ist zu Manchester City gewechselt und schlägt da wie eine Bombe ein bei Manchester City. Er ging die Bayern im Freundschaftsspiel, traf er einmal und im ersten Pflichtspiel traf er als einziger zweimal. Einmal per Elfmeter, einmal per normalen Tor. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann Dortmund den Haaland Abgang verkraften oder nicht? Und meiner Meinung nach kann Dortmund Bayern angreifen. Warum, erkläre ich jetzt. Edin Terzic ist der neue Trainer und Terzic macht einen guten Job. Er musste Dortmund im Dezember 2020 am Boden übernehmen. Da hat man ja eine 1:5 gegen den VfL Stuttgart verloren und hat sie Step by Step wieder aufgebaut und am Ende gab es ein Happy End, man gewann den DFB-Pokal. Zudem hat man jetzt einen Stürmer verpflichtet, Anthony Modest, der auf jeden Fall auch Erfahrung hat und ich glaube auch, ich bin mir auch sehr sicher, dass Modest funktionieren wird. Natürlich, wenn Haller kommt, setzt er sich auf die Bank, aber Haller und Modest, das könnte schon ekelhaft werden, wenn Haller wieder fit ist. Zudem die Mentalität beim BVB ist wieder besser. Im Spiel gegen Leverkusen hat man gesehen, die Mentalität bei allen Spielern ist wieder gut. Marco Reus überzeugte und man hat gesehen, man kann auch ohne Erling Haaland gewinnen. Jetzt kommen wir zum FC Bayern. Der FC Bayern ist das Maß aller Dinge und meiner Meinung nach wird er auch Meister. Aber, wie schon gesagt, Dortmund kann Bayern angreifen. Warum kann Dortmund Bayern angreifen, habe ich jetzt eben erklärt. Weil die Mentalität da ist, die viele junge Spieler, die können sich entwickeln. Aber beim FC Bayern gibt es auch ein Muster. Sie haben viele neue Spieler gekauft, aber auch viele verloren. Lewandowski, Rocker, Tolisso und so weiter. Und es kamen De Ligt, Mané, Grafenbech, Mazarui und Tell. Und die Bayern sind so gut wie unberechenbar mit dem neuen System. Sie spielen jetzt wahrscheinlich immer im 4-2-2-2 mit zwei defensiven Mittelfeldspielern, mit zwei offensiven und zwei Mittelstürmern oder zwei normalen Stürmern halt. Man nimmt glaube ich so einen Stürmer. Außerdem ist Bayern jetzt unberechenbar, wie schon gesagt. Wenn man weiß nie, wer als nächstes stürmt, hat man auch bei Frankfurt gespielt. Mal war Pavard vorne, also sie sind sehr flexibel, können sehr schnell auf Dreierkette umschalten. Und im Mittelfeld gibt es beim FC Bayern einen neuen Machtkampf. Weil es gibt ja insgesamt 4 oder 5 Mittelfeldplätze. Ryan Grafenberg und so müssen sich erstmal einspielen. Aber beim FC Bayern gibt es so ein Sprichwort, man braucht nur ein Jahr und dann ist man eigentlich gut als Talent in München. Und ich glaube, das ist auch so. Das heißt, es gibt dann immer einen Nachkampf. Die Spieler sind immer motiviert, um jedes Spiel zu spielen. Und ich glaube, auch wenn der BVB dieses Jahr eng dran sein wird, dass Bayern trotzdem Meister wird, schreibt deine Meinung in die Kommentare. Und schreibt mir deine Prediction in die Kommentare. Schafft es Dortmund oder Bayern? Ja. Ich habe jetzt beide Vorteile mal ein bisschen aufgesagt. Meine Prediction ist trotzdem FC Bayern München, weil der FC Bayern ist einfach das Maß aller Dinge schon seit Jahren. Und sie sind natürlich immer noch motiviert. Natürlich kann man sagen, nach der 10. Meisterschaft kann man jetzt ein bisschen den Unruhe tun. Aber man hat ja in den letzten 2 Spielen gesehen, 11 Tore in 2 Spielen bei der letzten Saison. Im Start hat man, ich glaube, 3 oder 4 Spiele für das gebraucht. Also der FC Bayern ist auch ohne Lewandowski vielleicht ein bisschen besser. Dann mal dazu in den Kommentaren, aber da wird dann mal irgendwann da, ich muss den Job.